Hallo und herzlich willkommen bei der Küchenhexe. Einen Ofenlachs machen wir uns heute. Heute beim Einkaufen vormittag habe ich so einen wunderbaren frischen Lachs bekommen. Und da habe ich mir gedacht, so ein Ofenlachs, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Mit viel Gemüse dazu, das ist was herrlich Feines. Es ist ein einfaches und leichtes Gericht. Aha, wenn man hört, die Sirene geht, es ist 12 Uhr. Es ist ein herrlich einfaches Gericht und ein leichtes Gericht, was im Frühjahr ja sowieso jeder mag, ein bisschen leichte Kost. Was man dazu alles braucht, das seht ihr zuerst einmal auf der Zutatenliste. Und los geht's. Zuerst machen wir uns ein bisschen eine Marinade für unseren Lachs. Da habe ich mir schon ein bisschen einen Knoblauch hineingerieben. Knoblauch habe ich mir auch geschnitten und zum Gemüse dazu. Dann geben wir Zitronenzesten dazu. Dann natürlich ein bisschen Ingwer. Das macht ein bisschen eine Schärfe. Ich reibe den Ingwer immer mit der Schale. Ich habe da kein Problem damit. So. Dann ein bisschen Zitronensaft braucht man. So ein Lachs ist eigentlich ganz was Tolles. Und ab und zu ein Fischgericht sollte man ja sowieso essen. Das ist ja alles sehr gesund. Die ganzen Fettsäuren. Dann geben wir da mal Salz dazu. Ein bisschen Chili, dass das Ganze auch ein bisschen würzig und ein bisschen Pep hat. Olivenöl natürlich. Ein herrlich wunderbares Olivenöl. Das geben wir gleich in unsere Auflaufform, da wo wir das Ganze halt machen. Braucht man gar nicht sparen mit dem Olivenöl, das ist sehr gesund. Da geben wir noch ein bisschen Pfeffer dazu, am besten aus der Mühle. Dann ein bisschen Balsamico-Essig. Dann ist das Ganze wirklich toll würzig. Und das Süße soll es auch noch haben, deshalb geben wir noch Honig dazu. Das rühren wir mal gut durch. Und dann werden wir das auf unsere Lachsstücke, die habe ich mir übrigens schon so vorbereiten lassen beim Metzger, habe ich mir schon die Haut heruntergegeben. Also das hat man heute der Metzger gemacht. Und wenn man das so bestellt, dann kriegt man das auch so wunderschön. Aber der war halt so schön, der Lachs, deswegen habe ich mir gedacht, das passt halt genau. Und Gemüse habe ich mir natürlich wieder, was ich halt zu Hause habe. Also irgendwie hat man immer wieder Gemüsereste. Und Zucchini habe ich noch gehabt, Paprika, da habe ich einen Stangensellerie, geben wir dazu, ein paar Tomaten und ein paar Kartoffeln. Kartoffeln habe ich mir würfelig geschnitten und die habe ich aber ein bisschen vorgekocht, weil die würden länger dauern als das Ganze und der Lachs sollte ja nicht ganz trocken sein dann, wenn man im Rohr haben, da muss man eben ein bisschen aufpassen. Also es genügt, wenn der dann so 20, 25 Minuten drinnen ist. Dann drehen wir einmal um, beiden Seiten marinieren. Das duftet schon ganz toll vom Honig und Balsamico. Das passt ja alles wunderbar zusammen. Gut. Zuerst geben wir aber unser Gemüse in unsere Auflaufform. Olivenöl haben wir ja schon. Einfach mal alles hineingeben. Das mischen wir dann da drinnen. Das auch noch. Wir mögen gerne viel Gemüse und deshalb darf das schon ein schönes Gemüsebett sein da heute. Das werden wir ein bisschen salzen. Natürlich auch ein bisschen Pfeffer. Da gebe ich auch noch mal ein bisschen Zitronensaft und ein bisschen Zesten dazu. Das ist eine Bio-Zitrone natürlich und
gut abgewaschen, immer heiß abwaschen, damit diese Schicht vom Wachs, was da drauf ist, einfach herunter ist. Das Ganze verrühren wir mal. Es schaut doch jetzt schon richtig appetitlich aus, oder? So, ah, herrlich. Gerade im Frühling machen wir ja gerne wieder diese leichte Kost. Und dann ist das optimal. Jetzt geben wir das einfach, den Lachs einfach da oben drauf. Einfach in der Mitte. Und das, was da von der Marinade über ist, das werden wir da noch drüber träufeln. Hätte beinahe vergessen, den Ofen natürlich vorheizen. Ich habe den auf 180 Grad Heißluft heute. Und das Ganze geben wir jetzt einfach in die Mitte des Rohres. Da habe ich mal Gitter hineingegeben. Und da lassen wir es mal für ca. 20, 25 Minuten. Dann machen wir mal eine Kontrolle. Also, bis später. Jetzt schauen wir mal zu unserem Lachs. Und Gemüse, ein herrlicher Duft. Köstlich. Köstlich schaut es aus. Ein kleiner Tipp vielleicht noch. Wenn das Gemüse ein bisschen größer geschnitten ist, dann ist es vielleicht besser, wenn man das Gemüse zuerst eine Viertelstunde so im Rohr hat und erst dann den Lachs dazu gibt. Weil sonst wäre der Lachs zu trocken. Ich habe das Ganze jetzt ca. 25 Minuten drin gehabt, habe allerdings die Temperatur auf 185 erhöht. Ja, und so einfach und schnell geht also ein leichtes, herrliches Mittagessen. Vielleicht macht es noch, probiert es aus. Es war keine Hexerei. Bis zum nächsten Mal.